Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit dem schönen Frankreich hier. Ja, ich schaue mir gerade nochmal hier die Karte an. Wie steht's denn hier gerade mit Koalitionen? Schweiz, Bayern, Ansbach, Mainz, Pfalz, Köln, Hanse, Sachsen. Das ist ja gar nicht mal so wenig. Ah ja, Toskana auch übrigens noch. Hä? Was mir auch nicht gefällt, ist, dass wir 8 von 6 Beziehungen haben. Das geht nicht. Was ist denn da überall? Mantua erhalten wir Handelsmacht. Vielleicht sollten wir die einfach mal aufkündigen, weil wir bekommen ja ziemlich viel Geld, ne? Ja. Holen die gerade mal aus Sachsen zurück. Drei Tage so. Wie bekommen wir das denn wieder zurück? Handelsmachtübertragung abbrechen, ja. So, das müsste jetzt weg sein. Jetzt müssten wir noch 7 von 6 haben. Was haben wir noch? Österreich halt die Staatsehe. Ja, nehmen wir hier eben das von Trier weg. Wo ist denn Trier? Denn da. Mainz, ja, meine Erdkundekenntnisse. Hier ist Trier. So. Zack. Das ist auch weg. Und dann sind wir endlich hier wieder im Bereich, der okay ist. Sehr gut. So, Sachsen hatten wir unsere Beziehungsverbesserungen. Das machen wir mal weiter. Denn die wollen wir hier rausbekommen. Ich würde eigentlich ganz gerne bald schon den Krieg gegen Österreich. Ah, Sachsen verließ das Militärbündnis gegen uns. Das war doch das, was ich hören wollte. Zack. Oh, die haben auch eine Koalition. Bayern. Ich muss gerade mal eben schauen, was waren nochmal unsere Verbündeten? Nein, nicht Sachsen, wir. Wir sind verbündet mit Baden, Kastil und Venedig. Baden hilft uns natürlich überhaupt nicht. Baden wollen wir eigentlich auch weghaben, um ehrlich zu sein, aber gut. Lothringen. Wir wollen eigentlich halt Österreich angreifen. Mit wem sind die denn verbunden? Köln, Trier, Mantua, das ist nicht so viel. Hat Vasallen, Anhalt. Also ich würde wirklich ganz gerne demnächst den Krieg gegen Österreich führen, aber eigentlich müssen wir dazu noch ein bisschen unserer aggressiven Expansion abbauen. Den können wir mal gerade zurückrufen. Und schauen, dass wir uns hier noch mit der Schweiz besser verstehen. So. Damit wir hier auch weiterschauen. Und dann läuft die Zeit hier gerade nochmal ab. So, die Pfalz können wir nicht weiter verbessern. Das ist ja schade. Wer wurde denn hier gerade so groß? Böhmen. Als ein Provinzland. An die Böhmen wird erobert. Nee, Böhmen erobert Polen. Nee, Ungarn. Meine Güte. Aha. Wollte ich nicht mich mit Ungarn gut stellen? Das hat ja gut geklappt. Okay. Nee. Das geht so alles nicht. Was denn hier gegen Münster? Haben wir auch einen Waffenstillstand, ne? Nö, haben wir gar nicht. Doch, 25. Ja, das war zu erwarten. Wir müssen halt irgendwie mal Machtprojektionen bekommen. Das habe ich in diesem Let's Play ziemlich vernachlässigt. Aber Machtprojektion ist auch sehr wichtig. Kastilien würde mitmachen. Venedig nicht. Warum? Venedig ist verschuldet, kämpft im anderen Krieg, Haltung gegenüber Feinden. Köln, Trier, Mantua, Brandenburg. Wir haben natürlich keinen Kriegsgrund, aber gut, den kann man ja fingieren. Tirol würde ich gerne bekommen, um ehrlich zu sein. Hier, die bekommen daraus 140 Steuereinnahmen, also Einnahmen insgesamt, weil das halt eine Goldprovinz ist. Ja, das fingieren wir mal gerade. Vorher können wir mal gerade ein Embargo verhängen, weil das gibt uns ja auch Machtprojektion. Schweiz geht gar nicht mehr.
Verwaltung für dir und schleust Kontaktmänner in die Verwaltung des Nachbarlandes ein. Wenn dies erfolgreich ist, verfindet der Kriegsnebel. Oh, das ist cool, das machen wir mal. Adlige fordern höhere Pension. Königshäuser mussten ihre unbotmäßigen Adligen mit vielen Tricks bei der Stange halten. Eines der verbreitetsten Mittel war Bargeld. Adelige verlangten im Austausch für die Abtretung gewisser Rechte an den Monarchen höhere Pensionen. Können den Forderungen nachkommen und zurückweisen. Ah, wir haben gerade ziemliche Stabilität. So, wie alt ist eigentlich unser König? 38, nee, das ist unser Ding. 59 ist unser König. Ja, wollen wir mal hoffen, dass er noch ein bisschen lebt. Wir könnten Rebellen unterstützen. Sundgau, Tschechisch, Augsburgisch, Bayerisch, Russistisch. Örtliche kosten 40, ich glaube nicht. Nee, das wollen wir aber nicht. Können sie ja nochmal beleidigen. Einfach alles für Machtprojektion. Darum geht es mir halt gerade, weil das habe ich ziemlich vernachlässigt. Obwohl, Sachsen können wir wirklich mal verbessern. Da sollten wir uns so gut mitstellen. Mit denen sollten wir uns sogar verbünden. Machtprojektion bringt uns wirklich viel. Wir können uns das ja mal gerade anschauen. Bei 50 Machtprojektionen erhalten wir plus 1 von allen Macht hier. Nein, dafür lohnt es sich halt schon. Und bei 25 Machtprojektionen erhalten wir einen Anführer ohne Unterhaltskosten. Auch das ist schon gut. So, wer ist denn noch gegen uns? Bayern. Oh, Bayern ist sehr gegen uns. Die haben auch einen Kriegsgrund. Bis dann wir gerade unsere Beziehung mit Bayern. Sachsen geht nicht mehr. Schiff gesunken. Oh nein. Oh, das war unsere Expedition, ne? Schade. Oh, Portugal kolonialisiert da schon wieder enorm viel. Das sind aber auch alles gar keine Probleme. Ich hätte das mit den Kolonialisieren lassen sollen. Das ist Quatsch gewesen. Ich hätte viel besser einen anderen Tag wählen sollen. Naja, jetzt ist es zu spät. Wir bräuchten... Also, was viel besser gewesen wäre, wenn wir hier irgendwie... Einflussideen wären, glaube ich, viel besser gewesen. Ja. Ich weiß gar nicht, kann man... Man kann nochmal was rückgängig machen. 80 diplomatische Macht werden, der Stadt ist ja nix. Prozent der Punkte erstattet, das ist ja wirklich überhaupt nichts. Ich frage mich, ob wir jetzt nochmal Einflussideen wählen, aber wir haben so wenig diplomatische Macht. Das ist halt toll. Zentrale Unruhen gehen runter. Der Rest ist eigentlich ziemlich egal. Das ist auch eine gute, die werden wir nehmen, glaube ich. Kosten zur Kernprovinz erstellen. Söldner, Zinsen, Söldner, Berater, Admin. Ja, ich denke, das werden wir machen. Wobei, das ist auch gut. Bringt uns das. Permanenter Kriegsumgang gegen alle. Nee, das ist alles nicht so das Wahre. Das ist auch gut, Innovation. Ich glaube, das ist sogar besser. Die nehmen wir. So. Jetzt haben wir ein weniger Prestigeverfall. Das ist auch mal ganz gut. So, wer ist denn noch unser Rivale eigentlich? Das habe ich auch schon wieder vergessen. Unser Rivale ist zusätzlich noch Ottomanen, Großbritannien. Verhängen wir gegen Großbritannien noch ein Embargo?
Und gegen die Osmanen machen wir das auch. Embargo verhängt. So, alles für Machtprojektion muss getan werden. Mainz verließ das Militärbündnis gegen uns. Hansebund. Sieht das denn mit dem Hansebund aus? Ah, naja, gut, finden die uns immer noch nicht. Sind die noch in der Koalition? Ja, sind sie. Aber ich würde fast sagen, wir erklären bald Österreich den Krieg. Wir schauen uns mal nochmal gerade an. Militär. Armeen Österreich. Österreich war ja ganz unten, wenn ich mich erinnere. Genau, 47.000. Wir können halt haben viel mehr, glaube ich. Aber wir haben aktuell nur 35.000. Das ist schlecht. Wir müssen mal gerade wieder ein bisschen was bauen hier. Das geht ja gar nicht. Erstmal normale Infanterie, ganz viel. Erstmal überall Infanterie hier. 20 Stück. Und dann schauen wir danach mal weiter. Wir können übrigens auch eine Mission, eine nationale Entscheidung ist verfügbar. Schafft eine Armee, ist auch unsere Mission, stimmt ja. Wir können Ablasshandel machen. Das hilft uns aber nicht viel. Nö. So, und dann haben wir jetzt schon mal die ersten 20 wieder. Pfalz verließ das Militärbündnis, Hanse verließ das Frankfurt und Köln. Sehr gut. Damit sollte die Koalition noch Geschichte sein. Also ich denke, unser Plan ist wirklich gegen Österreich zu ziehen. So, jetzt könnt ihr mal alle gerade Kleef, Toskana. So, jetzt sollte das Bündnis Geschichte sein, wenn ich das richtig deute. Also spätestens jetzt. Ja, gerade mal schauen. Ja, wir haben kein Bündnis mehr gegen uns. Sehr, sehr schön. So, ihr könnt da jetzt auch mal eben gerade wieder alle reingehen. Und dann werden wir gleich eine neue Truppe wieder zusammenstellen. Hier auch bitte da rein. So. Seid ihr schon mal wieder fertig alle. Und jetzt machen wir nochmal das Ganze. Wir können auch immer 30 haben. Wir werden jetzt erstmal ein paar Kanonen bauen. Ups. Das wollte ich gar nicht. Ich will ja ruhig selber bauen. So. Ein paar Kanonen. Die werden jetzt aufteilen auf unsere drei Truppen, die wir schon haben. Natürlich bei 10, die wir haben, ein bisschen blöd ist, aber gut. Was soll's. So, damit ist auch unsere Mission erfolgreich gewesen. Sehr gut. Kommt ihr mal hier rein, wenn ihr euch dann bewegen könnt. Warum dürfen die sich alle nicht bewegen? Weil die Moral so schlecht ist. Militärzugang für Vatikan. Warum willst du den denn haben? Boah, ist der Vatikan groß geworden. Meine Güte. Nö. Kommst du nicht? So, jetzt könnt ihr euch bewegen. Ich stelle jetzt auch mal die Geschwindigkeit runter. Ist ja blöd, wenn das hier immer so ruckelt dadurch. So, dann kommt ihr vier hier rein. Und ihr zwei. Wobei, ne, ihr drei. Geht da rein. Das sieht doch ganz gut aus. Und dann machen wir nochmal weitere Truppen, weil wir können immer noch 21 bauen. Und jetzt, wo gerade unsere Mannstärke sich relativ gut erholen kann, sollten wir dann auch mal eben das nutzen. Okay, und jetzt müssen wir wieder unsere Mannstärke erholen, definitiv.
Aber gut, ich glaube, das war trotzdem sehr gut. Wir haben keine Mission. Annektiert Lothringen, entfernt Ansbach von der Karte, Schutz vor die Ottomanen. 68er Armee. Können wir das da drüber gehen? Wie groß ist denn unsere Armee? 86. Dann machen wir die mal. Dafür erhalten wir nämlich Armeetraditionen. Das ist auch immer gut. Das bringt uns bessere Generäle. Zack. Zack und zack. Wir haben übrigens volle militärische Macht. Können wir die denn für irgendwas nutzen? Nein, da sind wir nämlich durch. Und hier reicht das gerade noch nicht, aber im neuen Jahr sollte das reichen. Warten wir mal, bis das neue Jahr angebrochen ist. Oh, 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 oh. Tragödie, François ist tragischerweise gestorben. Das war der Thronfolger. Und die Mission ist auch erfolgreich gewesen. Mal schauen. Aber oh, wir haben einen Nachfolger, aber mit schwachem Anspruch. Das ist nicht gut. Aber ansonsten ist der ganz akzeptabel. Unser König ist natürlich immer noch deutlich besser. Ein schwacher Anspruch ist halt immer nicht so schön. Okay, eben warten, bis hier wieder Moral stark genug da ist. So. Können wir jetzt hier wieder eine neue Armee zusammenschließen. Die sich mal hier sammelt. Können jetzt wieder eine neue Mission machen. Verbessert unsere Verteidigung. Machen wir. In Dauphin, wo auch immer das liegt. Dauphin, Dauphin, Dauphin da unten. Gebäude. Zack. Wir sind ja auch schon im neuen Jahr, das heißt, wir können uns jetzt das leisten, hier rein zu investieren. Auch wenn wir deutlich vor unserer Zeit sind. Ich hätte vielleicht doch eine Militäridee wählen sollen. Ja, mal schauen, wie das sich so entwickelt. So, du bist ja auch noch da, dann gehst du da mal rein. Militärzugang von Bayern und Baden. Bayern, warum willst du das denn? Gegen wen kämpft denn Österreich gerade gegen Ungarn? Das sollten wir gleich mal ausnutzen, würde ich sagen. Wo ist denn Bayern hier? Bayern ist das kleine bisschen nur noch. Trier und Frankfurt. Ja, geben wir denen beide mal Militärzugang. So, und wir schauen gerade mal, wenn wir den Krieg erklären. Will Kastilien mitmachen, alle anderen nicht. Wir holen uns gerade mal den Anspruch auf Tirol. Okay. Hier stehen wir gerade mit Venedig. Können wir uns auch gerade nochmal die Beziehung verbessern. Okay. So lange sollte das ja eigentlich nicht dauern, bis der Anspruch fingiert ist. Moment. Herold Ostfriesland, die haben die protestantische Reformation. Aufgrund der zunehmenden Korruption der Mönche und Kleriker nimmt eine abweisende Haltung gegen die römisch-katholische Kirche in ganz Europa zu. Stimmen werden laut, dass die aktuellen Prinzipien und die Gier der Kirche in Frage stellen. Ein Mönch in Ostfriesland brachte schon länger seine Besorgnis zum Ausdruck und erklärte nun in aller Öffentlichkeit seine Unzufriedenheit mit der Kirche, dass eine Reformierung des Glaubens möglich machen könnte. Aha. Aus Friesland protestantisch, ja, aus Friesland ist protestantisch. Interessant. Aber wir bleiben mal katholisch, wir wollen ja Papst werden. Militär gespalten, das ist schlecht. Österreich hat Frankreich als Rivalen bestimmt.
Warum können wir eigentlich hier keinen Überlegenheitskriegsgrund machen? Okay, dieses Event hatten wir auch schon mehrfach. So, ich denke, unsere... Nö. Das wollen wir alle nicht. Wir können in eine neue Idee investieren. Das hilft uns nicht. Okay, ja. Ich würde sagen, wir gehen in den Krieg mit Österreich gleich. Weil wir brauchen natürlich diesen Anspruch eben erst. So lange kann es gerade mal alles weiterlaufen, vernünftig. Oh, wir verlieren Soldaten. 10.000, meine Güte. Das sind ganz schön viele. So, in Bayern geht es nicht weiter voran. Okay, aber das ist ja ganz okay bisher. Sachsen ist besetzt durch Brandenburg. Oh. Oh, oh, die werden aber auch durch den Kollektionskrieg gerade ziemlich auseinandergenommen. Ungarn hat Waffenruhe mit Österreich. Ja, haben sie zu lange, als dass sich da lohnen würde, irgendein Bündnis zu machen. Okay. So, Mission haben wir geschafft. Ja, dann mal bald die neue wählen. Wir müssen mal irgendwo gerade unsere Beziehungen verbessern. Kroatien. Was ist denn Kroatien? Jetzt auch nicht so besonders toll. Und vor allen Dingen sind da die Osmanen. Polen können wir uns gerade mal verbessern ein bisschen. Wir brauchen nämlich neue Verbündete, nachdem ja jetzt Österreich wegfällt. Denn auf Österreich haben wir genau jetzt den Anspruch. Sehr gut. Wir können Missionen machen, erobert Provence. Wo ist denn die Provence? Ach, da unten. Ja, stimmt. Unsere Reserven müssen sich erholen. Nee, nee, nee. Connected Lothringen. Nee, das machen wir alle mal gerade nicht. Was wir machen ist, wir beenden die Folge und in der nächsten Folge werden wir dann Österreich den Krieg erklären. Stellen wir gerade noch vorher den Armeeunterhalt hoch. So. Ja, okay. Nächste Folge werden wir dann Österreich den Krieg erklären. Ihr könnt hier unten links auf die nächste Folge klicken und hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.